Hallöchen, ich zeig mal hier, ich habe ja wieder ein Goodie gemacht und hier ist ein Küsschen drin. Die hintere Seite ist das nur eingeklappt. Ich habe das hier nur festgemacht, so, weil das von dem Papier nicht kleben lässt, das hier. Und das habe ich schon auch dran gemacht. Hier habe ich sowas gemacht, ist auch ein Küsschen drin. Das ist jetzt in der Länge drin und das hier ist in der Breite drin. Das hier ist in der Breite drin. So. Kommt immer darauf an, wie man das möchte. Und hier drin ist eine goldene Kugel. Und hier ist auch so ein Küsschen drin. Ich habe das mal ausprobiert. Wenn ich das jetzt rausnehmen will, mache ich das nur so und schiebe das raus. Ich zeige jetzt mal, wie ich das erstellt habe. Hier könnte ich jetzt auch hingehen. Ich mache jetzt ein Herz, hier so ein Herz, und das tue ich dann wohl unten ein Stückchen abschneiden, so bis hier zum Beispiel, und klebe das entweder drauf oder schneide das dann direkt so mit ab, so wenn ich das so im Ganzen lasse. Aber hier ist ja die Falzlinie, und da muss ich mal gucken. Da könnte ich jetzt auch, wie gesagt, andere Sachen draufkleben, und dann kommt da ein Spruch noch drauf, das, was man braucht. Das kann man für das ganze Jahr für alles brauchen. Ob Hochzeit, Festlichkeiten, kann man für sämtliche Sachen brauchen. Ich zeige jetzt mal, wie ich das gemacht habe, weil hier ist ja die goldene Kugel drin. Und dann gucke ich mal. Und hier sind jetzt erstmal die Maße, die ich hier habe. Also 1 cm, also die Breite, das ist für die goldene Kugel. Die Breite ist 6 cm, 4,5, der Boden 3,5 und hier auch wieder 4,5 und 1 cm. Das hier ist ja die Breite von der goldenen Kugel, das sind so 3,5 cm. Deswegen habe ich jetzt für die Breite ein klein bisschen mehr genommen. So, aber von hier das hier habe ich eben genommen, ich sage so 3,5 oder 3,6, 7. Und hier das hier ist dann circa 1 Zentimeter. Ich mache dann hier nur, hier schneide ich das ein. Und so in der Hälfte, dass ich das dann einknicke. Die knicke ich nach außen. Ich zeige jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Ich nehme hier das Gerät, das ist das Schneidegerät. Ich das mal zur Seite. Jetzt gehe ich erstmal hin, nehme jetzt die Maße. Ich könnte jetzt, wie gesagt, wenn ich das hier direkt dran haben möchte, mache ich zuerst mal das hier und dann mache ich hier eine Falzlinie. Das wäre dann praktisch genommen hier die 1 cm Falzlinie, wo das direkt dran ist. Ich tue jetzt falzen bei 1 cm. Dann 4,5. Andersrum. So, hier habe ich jetzt die 1 cm und die 4,5. Das sind also dann 5,5. Und dann gehe ich nochmal hin, nochmal 3,5. Sind 9 cm. Jetzt muss ich die vier, hier die 4,5 nochmal nehmen. Die 9 und 4,5 und dann 13. Das ist auch wieder. Und dann noch die 1 cm und dann nochmal 1 cm, weil das ist ja 1 cm, das wird dann aber abgeschnitten hier. Und das ist jetzt eben, muss ich jetzt, hier, wo ich jetzt hier die erste Falzlinie habe, an einer Seite hier, muss ich jetzt 1 cm und dann genau nach dem 1 cm bis zu dem hier mache ich eine Schneidelinie. Das gleiche, dann rumdrehen, auch wieder bei 1 cm. Aber auch an dieser Seite
auch 1 cm. Und jetzt kann ich so mittig hier eine kleine Falzlinie machen und am anderen Ende eine kleine Falzlinie, dass das eben dann hier so mittig ist. Das kommt nach innen. Das werde ich nach außen machen. Das wird nach innen geklappt. Das wird auch nach innen geklappt. Und hier oben wird das dann festgeklebt. So. Hier wird das dann festgeklebt, aber ich mache das zum Zeigen. Ich mache das hier nicht fest. So. Und jetzt wird das so nach innen geklappt, nach innen gefalzt. Das ist ja für die goldene Kugel. Ein klein bisschen abrunden. Jetzt nehme ich mal die goldene Kugel. Packe die jetzt hier rein. Die passt jetzt hier perfekt. Mache die so und so. Und jetzt könnte ich hingehen und sämtliche Sachen, was hier dran möchte. Und hier könnte ich dann auch so einen Spruch dran machen. Das, was ich möchte. Eben so, wie das gefällt. So wäre das fertig. Das ist ja ganz schnell. Ich zeige jetzt nur mal, wie ich das ausgemessen habe. Hier habe ich ja die Maße angegeben. Ich zeige jetzt mal eine andere Variante. Ich nehme jetzt mal hier das hier. Ich zeige jetzt mal, wie ich das hier jetzt machen würde. Am Rand lasse ich jetzt ca. 1 cm Luft. Das ist das, was dann später wieder eingeklappt wird auf einer Seite. Und manchmal 1 cm. Nur mal, um zu zeigen, wie ich das mache. Und dann die Breite hiervon ist ja ca. 4,6, 4,7. Ein klein bisschen Luft kann ich lassen. Kann sich ein bisschen bewegen. Also mache ich 4,7, 4,8. Kann ich auch 5 cm machen. So. Das ist nur, um zu zeigen, wie ich das erstellt habe. So. Jetzt auch wieder 1 cm am Rand. Das wird dann hier abgeschnitten. Nur um zu zeigen, das kommt ja jetzt weg. Das geben ja nachher keine Linien. Das ist ja jetzt nur, wo dann später zum Einklappen das ist. Jetzt gehe ich mal hin, mache das mal hier in der Mitte. Ich gucke jetzt so circa, wie breit ist das jetzt? Circa 3 cm. Ist das breit. Ich könnte das natürlich auch so machen, je nachdem. Ich mache das aber jetzt so. Das wäre jetzt 3 cm. Hier die Breite. Also messe ich jetzt hier mal 3 cm. Kann ruhig ein Millimeter noch leer sein. Muss natürlich gucken, dass das genau dann mittig in der Linie ist. Das geben ja die Falzlinien. Und jetzt gehe ich hin, ich könnte jetzt messen hier die Höhe hier, aber das ist eine andere Sache. Ich tue es jetzt eben mal falzen. So. Dann packe ich das hier hin. Und dann gucke ich mal, packe ich das mal so, da ein kleines bisschen Luft ist. Und markiere das mal hier, dass ich das genau hier mache. Und jetzt messe ich das mal aus. Wie viel ist das? Circa 3,5 cm. Das muss ich nur genau ausmessen. Kann ruhig ein kleines bisschen Luft sein. Da tue ich das dann auch falzen.
hier noch falzen. Und jetzt hier, Marsha, eins, das was hier nach oben ist, hier das Teil, kann ich in der Größe machen, wie ich das möchte. Könnte ich natürlich jetzt auch, wo das hier gefalzt wird, auch irgendwie ein Muster noch drauf ausschneiden und so. Aber hier schneide ich das jetzt nur mal hier aus. Das habe ich jetzt größer gemacht. Das wäre jetzt nach außen falzen und das nach außen falzen. Und das wäre das jetzt auch. Und so gucke ich da schon ein kleines bisschen abbiegen zu. Und hier kommt jetzt eine kleine mittig wieder ein bisschen falzen. Und die Seite hier auch. Nur um zu zeigen, wie man das für bestimmte Teile macht. So. Das hier oben wird dann ja wieder zugeklebt. Das hier. Ich mache das hier wieder mit fest. Ist ja nur, um das mal zu zeigen. So. Und das. Passt ja jetzt, da der Boden ist, und das andere habe ich ja jetzt auch ausgemessen. Passt das jetzt rein, damit das nicht ausrutscht, ist das jetzt hier drin. Fällt jetzt nicht raus. Das wäre jetzt auch hier die Falzlinie. Hier, so dass das hier innen bleibt. Und hier kann ich natürlich auch wieder alles Muster machen. Das, was ich eben haben möchte, ein Herz und hier Sprüche drauf. Je nachdem, das, was man möchte. Das wäre mir jetzt zu groß. Aber eben alles das, was ich habe, kann ich natürlich aus Papier ausschneiden. Oder wenn ich Muster habe zu Hause. So wäre das eben. Das finde ich natürlich auch sehr schön. Hier kommt wohl auch noch ein Spruch drauf. Ne? Hier ist ja jetzt frohes Fest. Und hier kommt noch drauf ein frohes neues Jahr. Eben das, was man möchte. Vielleicht gefällt das Video.